Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ja, Freunde, wir haben wieder Neuigkeiten, denn es sind 3 neue Waffen in Fortnite geleakt worden. Ja, wirklich sehr krass. Ich meine, wir kriegen ja erst das große neue Update im neuen Jahr. In diesem Jahr kommen ja keine Updates mehr, was wir auch natürlich Epic Games gar nicht übel nehmen, denn die haben ja auch viel zu tun. Und über Weihnachten, Silvester und so weiter haben wir ja auch Schulferien und sogar die meisten Urlaub oder zumindest im besten Falle noch Urlaub. Dann kommt noch Corona dazu. Bruder, es ist einfach keine einfache Phase. Und genau in dieser Phase könnt ihr mich ebenfalls unterstützen, wenn ihr meinen Creator-Code METE-00001 im Gegenstandshop eingebt. Bisschen kompliziert, aber Leute, nehmt euch kurz diese 10 Sekunden, tippt den ein, unterstützt mich damit. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, natürlich auch noch ein Abo dalassen. Aber Freunde, wir kommen direkt zum eigentlichen Thema dieses Videos, denn wir haben 3 neue Waffen in Fortnite finden können in den Gamefiles. Und ich möchte direkt mit der ersten Waffe anfangen. Und zwar nennt sich diese Waffe ein Troll-Launcher. Bedeutet, ihr habt einen Raketenwerfer. Achso, dazu sei natürlich nochmal angemerkt, ich blende am Ende dieses Videos hier alle Clips ein, denn wir haben auch noch Clips zu den verschiedenen Waffen und das ist natürlich übelst geil. So, auf jeden Fall haben wir den Troll-Launcher. Das ist eigentlich ein Rocket-Launcher, also ein Raketenwerfer, ganz normal. Der einzige Unterschied ist, dass es ein Troll ist. Also ihr könnt das Ding aufheben, schießen, aber das Ding explodiert, bevor es überhaupt irgendwo ankommt. Also es macht keinen Schaden. Es soll jemanden trollen. Und das finde ich übel witzig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es nice. Ich finde die Idee nice. Ich stelle vor, ihr freut euch einfach übelst geil. Raketenwerfer, nehmt das Ding mit. Im 1 gegen 1, in einem wichtigen Moment, wollt ihr dann mit dem Raketenwerfer richtig diese Pussy-Aktion starten und zack, das Ding funktioniert einfach gar nicht und macht gar keinen Schaden. Übelst witzig, feiere ich auf jeden Fall und die Idee dahinter ist auch sehr nice, also Props gehen da auf jeden Fall raus an Epic Games. Das Ganze wurde von dem Xim-Ton geleakt, also muss natürlich angemerkt werden und ich finde es auch sehr, sehr, sehr wichtig, die Leaker immer zu nennen und das mache ich auch im besten Falle, wenn ich die genaue Quelle kenne. So, dann machen wir direkt weiter, denn die nächste Waffe wurde auch ebenfalls von demselben Leaker geleakt. Ist auch nochmal am Ende mit einem Wasserzeichen auf dem Video, was ich auch sehr gut finde. Dann haben wir die Gnome Gun. Also die Gnome kennt ihr, die Zwergen in Fortnite, die wir auch in den vergangenen Seasons schon aufsammeln mussten. Und die könnt ihr sozusagen abfeuern mit der Waffe. Die Frage ist bei der Waffe noch, ob diese Waffe auch wirklich in das Spiel mit reinkommt. Es wird spekuliert, ob das vielleicht nur eine Waffe ist, die für, ich sag mal so, für die Developer, also die Entwickler gedacht ist, also einfach nur ein bisschen Spaß zu haben, so ein Witz, so ein Gag, den sie sich selber eingebracht haben, so ein Easter Egg, mit dem sie dann selber spielen. Ob wir das dann wirklich in Fortnite bekommen, wage ich zu bezweifeln, denn ich sehe hinter dieser Waffe keinen Sinn. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass sie Schaden macht und wenn ja, dann macht sie trotzdem keinen Sinn. Trotzdem ist sie sehr wichtig und die wollte ich trotzdem angemerkt haben. Dann kommen wir zur nächsten Waffe, zur dritten Waffe und zwar nennt sich diese Waffe Tin Stack. Tin Stack ist auch sehr nice, da habt ihr diese Railgun, kennt ihr die noch? Kennt ihr das Ding noch? Also es war wirklich krass, das nehmt ihr so in die Hand und könnt dann einfach feuern bis zum geht nicht mehr. Übel geil. Ich kenne jetzt den deutschen Begriff tatsächlich nicht, because I'm so American. Nein, auf jeden Fall auch sehr cool, feiere ich übelst und die könnt ihr halt abfeuern und da kommen vorne nicht nur Kugeln raus, früher waren das ja die kleinen Patronen oder die mittleren Patronen, jetzt feuert ihr einfach Granaten damit ab. Also zumindest macht es den Eindruck, ob das, als wenn das explosive Kugeln wären und das finde ich auch übelst nice. Also die Idee dahinter ist sehr cool, wenn man dieses Ding abfeuert, dann kommt da so ein Schimmern, wie wenn ihr eine Rakete abfeuert. Und dann explodiert sie irgendwann. Sie fällt irgendwann auf den Boden und explodiert und das finde ich übelst geil. Also eure Meinung natürlich dazu auch nochmal gerne in die Kommentare, wie ihr die 3 Sachen denn findet. Ja, ich blende euch die jetzt gleich nochmal ein, aber davor wollte ich nochmal kurz etwas anmerken. Ihr habt in der letzten Zeit gemerkt, dass ich weniger Videos hochgeladen habe. Ich habe mich ein bisschen mehr auf mich selbst konzentriert, ein bisschen auf die Uni konzentriert und jetzt, und mich hat immer mein Hintergrund gestört von meinen Videos. Jetzt seht ihr schon, ich finde es übelst nice. Die Schränke hier, die werden noch erneuert. Ich habe mir die Schränke geholt, absolut falsche Farbe. Und ihr wisst selber, IKEA liefert derzeit nicht, wegen Corona.
Hab mich ein bisschen aufgeregt, dachte mir, egal, packe ich hier hin, dann kommen die wieder hoch in das Gästezimmer und dann ist auch gut und dann hole ich mir einfach die in der richtigen Farbe und dann passt das schon. Ich habe nämlich übergangsweise etwas gesucht. Nichtsdestotrotz, sagt mal eure ehrliche Meinung zu diesem Hintergrund. Mich hat irgendwie der Reiz, also mir hat der Reiz gefehlt, ein bisschen aufzunehmen. Diese Ecke, die ich vorher hatte, fand ich von der Idee her vorher cool, aber irgendwann hat sie mich ein bisschen gestört und hat mir auch ein bisschen die Kreativität genommen. Jetzt habe ich das so schön eingestellt, die Kamera ist übelst nice, also die Quali von der Kamera ist richtig geil, richtig scharf. Dann habe ich hier wieder Licht und da Licht und hier hinter mir sogar noch Licht, also ich habe hier überall Licht, sodass man mich sehr gut sehen kann. An der Decke habe ich natürlich lila Licht, kann ich auch weiß machen, aber dann sieht das nicht so gemütlich aus und ich finde, so sieht es einfach übelst gemütlich aus. Ich werde auch in Zukunft streamen, ihr habt es ja schon mitbekommen, mein Kollege Fraps ist ja schon am Stream, GTA Roleplay und das Ganze wollte ich auch mitmachen, das habe ich ihm auch schon gesagt gehabt und seit Monaten warte ich darauf, bis meine Bewerbung angenommen wird. Sobald es soweit ist, könnt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung auch mal abchecken, meinen Twitch-Kanal da schon mal ein Follow dalassen, damit ihr einer der Ersten seid. Ich habe eine Zeit lang gut durchgestreamt, aber irgendwie hat mir der Reiz an Fortnite gefehlt. Jetzt spiele ich privat derzeit. Denn ich will einfach privat ein bisschen spielen, ein bisschen selber Spaß haben und nicht nur für YouTube-Videos das Ganze aufnehmen. Und das gibt mir diesen Reiz wieder an dem Spiel, feiere ich übelst. Und ich habe schon, man muss zugeben, ich glaube viele von euch machen das zwar nicht, aber ich habe schon alle Herausforderungen fast durch und bin irgendwie circa Level 50 oder so. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne damit in die Kommentare. Ich habe für das neue Jahr einiges geplant. Ich möchte wieder daily uploaden, also tägliche Uploads, die ich vornehmen möchte. Natürlich jeden Tag verschiedene Sachen, nicht nur Fortnite-Informationen, da kommen vieles, auch andere Spiele. Wie gesagt, wenn das mit GTA Roleplay klappt, kommen da auch dann natürlich die Best-ofs aus den Streams. Die alte GTA-Community von mir, die wird es auf jeden Fall feiern. Da waren noch alte Hasen dabei, die mir das auch mal hin und wieder auf Instagram wieder schreiben. Finde ich sehr cool, dass ihr noch an diese Zeit zurückdenkt. Und eine kleine Sache, die ich nochmal anmerken wollte, weil ich habe jetzt vermehrt sehr viele Nachrichten bekommen, ob ich das dann auch wirklich bin. Ja, ich bin auch auf TikTok unterwegs, aber ich mache da was komplett anderes. Also was komplett anderes. Es kann sein, dass ich mal auf eurer For You-Page war, aber Freunde, es ist was komplett anderes. Es hat weder mit Gaming noch mit irgendwas zu tun. Deswegen, wenn ihr mich seht, cool, feiert das, lasst am besten ein Follow da oder so. Aber ihr müsst das nicht überall kommentieren. Es ist nicht nötig, ich weiß es und die Community weiß es mittlerweile auch schon. Trotzdem, eure Meinung gerne in die Kommentare zu jedem Einzelheiten. Natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code META-8 im Gegenstandsjob eingeben und dann META-00001 um mich damit zu supporten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.